Ja, hallo und moin zu unserem Let's Play. Das Ding aus einer anderen Welt. Wir waren da hier jetzt in dem Krankenrevier, haben gespeichert. Und wir gucken nochmal ganz kurz auf die Ziele. Das können wir dann da immer machen. Beweismittel sammeln. Haben wir noch nicht alle. Zugang zum Krankenrevierverhalten ist abgeschlossen. Okay. Tja, so, wir haben ja vorhin eine Tür geöffnet. Das war denn die, ne? Kommen die Jungs mit? Sind die ausreichend bewaffnet? Der kriegt 3. Gut, okay. Ja, dann kommt mal mit. So. Ein Hubschraub. Da haben wir schon irgendwas. Ach, das ist Sprengstoff. Okay. Schön. Was gibt's da noch so? Ja, aber den Hubschraub selber konnten wir nichts mehr machen. Da ist was, da gehen wir aber gleich rein. Wir wärmen uns lieber erst noch mal kurz auf. Hoffentlich schaffen wir das noch. Lauf, 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 lauf. Da ist die Tür. Da müssen wir rein. So. Kurz noch mal aufwärmen. Gehen wir noch ein paar Media Packs. Okay. Dann gehen wir gleich wieder raus. Wir haben es ja gerade gesehen. Da war noch irgendwie was. Müssen wir nochmal rein? Können wir da irgendwie reingehen? Ja. Whitley, hier ist Blake. Was haben Sie? Ein Toter, identifiziert als Charles, keine Überlebenden. Und sowas wie... Ein Toter? Und was? Und ein unbekanntes Vehikel. Sieht... Bisschen lauter. Ja, wie ein UFO aus. Colonel? Roger, ich schicke sofort einen Helikopter. In der Nähe des Lagers wurde vor kurzem eine Kiste mit C4-Sprengstoff abgeworfen. Sie müssen alle verbliebenen Gebäude damit bestücken. Ich werde von hier fernzünden. Bestätigt. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Haben wir schon gesammelt, den C4-Sprengstoff? Den müssen wir jetzt irgendwo anbringen. Kriegen wir da noch irgendwas? Da steht's. Krankenrevier und im Funkraum sollen wir das anbringen. Da haben wir nichts mehr. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Jupp, da rein. Das war wohl unser Krankenrevier. Genau, ich will mal unsere Jungs ein bisschen hier vorne lassen. Okay, okay. Nicht, dass sie wieder ausflippen, wenn sie den Toten da sehen. Die Mutierten. Okay. Krankenrevier haben ihn angebracht. Da fehlt doch einer. Ja, gut, so. Jetzt gehen wir wieder in den Funkraum. Die war auch soweit gar nicht. Da, Lana war da. Oh, da. Obwohl der Kontakt mit einem infizierten Wesen nicht zwangsläufig zu einer Infektion führt,
besteht doch eine Wahrscheinlichkeit zwischen 50% und 70%. Naja, das ist wohl so. Ziemlich hoch. Ach, da ist noch was. Sollte ein infiziertes Wesen das Festland erreichen, würde im Laufe von ca. 72 Stunden die ganze Welt infiziert sein. Das stimmt, glaube ich, nicht. Im Film war das anders. Da muss ich nochmal nachrecherchieren, nachforschen. Ja, noch was? Das haben wir schon. Okay. Gleich scheint sicher. Das ist ja schön. Dann freu dich doch. So, hier müssen wir jetzt nämlich raus. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier gleich vorne schon rein. Hier, genau. So, so, so. Lauf mal schön, Böschchen. Da hinten war da unsere Tür. So. Nee. Hier rein. Und dann gleich links. Seid ihr alle da? Gut, naja, die sind im Warm. Da hinten wäre der nächste. So, dann kommen wir gleich hier nochmal nach Beweismittel gucken, ob wir hier alles gefunden haben. Vorhin war doch da so ein Funkraum. Vielleicht gibt es da noch Munition. Das war er hier. Hier, genau. Genau, das ist schön. Okay. An dem Funkgerät selber kann ich jetzt nichts machen. Was sagen unsere Ziele? Das ist noch aktiv. Die Sprengkörper haben wir angeschlossen. Zum Evakuierungspunkt. Okay. Ja, so. Was ist da denn? Da scheint noch irgendwas zu sein. Da komme ich jetzt selber nicht durch. Hier selber ist auch gar nichts mehr. Nö, ne? Gut. Gehen wir hier nochmal raus, oder? Yep. Bereich scheint sicher. Ah, das ist doch toll. Freut euch doch mal. Haben wir hier eigentlich irgendwas übersehen? Da konnte ich nur so einen kleinen Blick reinwerfen. Hier war auch selber gar nichts mehr. So, hier auch nicht. Das wäre ja das, wo der Billardtisch war. Und dadurch. Scheint sicher. Oh, da war irgendwas. Halt! Irgendwas hatte ich doch da gerade anvisiert. Nö? Nicht? Hier. Nö. Diese Kälte bringt mich nach oben. Ja, Menge tust du viel. Ich will ein Eis zapfen. Schnell hier rein. Gut. So. Jungs, kommt mal kurz her. Mal sehen, ob ihr genug Munition habt. So, das reicht erstmal. Der hat genug und unser Techniker kriegt noch ein bisschen dazu. Jawohl, jawohl. Freuen sich alle, machen auch einen guten Eindruck. Wir sollen jetzt zum Evakuierungspunkt. Und da nicht mehr. Nee, andere Seite, schätze ich mal. Oder?
Medikits haben wir genug. Gut. Und wir donnern los. Kommt los. Stimmt, da hast du recht. Was ist hier denn? Da können wir gar nicht rein. Nö. Wir müssen jetzt schnell irgendwo rein. Gehen wir mal zur anderen Seite raus. Das wäre ja an und für sich der Hubschrauber, der Evakuierungspunkt, ne? Und wieso? Da ist etwas drin, ne? Schnell raus. Hier konnte auch nichts machen. Ist da sonst noch irgendwas? Da hinten irgendwo? Ach, wir springen einfach kurz nochmal runter. Oh, hat ein bisschen was verloren, das macht nichts. Dann gehen wir hier nochmal rein, wärmen uns lieber nochmal auf. Tja, der Evakuierungspunkt. Wo ist der jetzt? Seid ihr alle da? Dann kommt doch rein. Erst meckert ihr und dann wollt ihr euch nicht mal aufwärmen. So. Ja, das haben wir ja vorhin gesagt. Wir wollen zum Evakuierungspunkt. Mal sehen, ob wir das noch schaffen. Still, ich mach das schon. Das ist ja nett. Ja, manchmal sind die Sachen ja auch ziemlich... Das, wir wollen sie nicht. So. Was ist blöd, irgendwie, dass er da nicht. Diese Kälte bringt mich noch um. Ja, kommen wir hier noch mal raus. Nee, komm schnell raus, Junge. Komm. Dann gehen wir auch erstmal wieder irgendwo rein. Was, wieso kommst du denn jetzt nicht raus? So. Wieder runter, ein bisschen aufwärmen. Hallo, Dri. Schnell rein da. Menschen, geh doch. Meine Güte. So. Er braucht das nicht, sagt er. Er kommt so klar. Diese Mission ist scheiße. Ja, warum meckerst du denn jetzt wieder? Wo ist der überhaupt hin jetzt?